Herzlich willkommen zu meinem Kanal der Disflüsterer. Mein Name ist Dennis und hier dreht sich alles um Filme in bestmöglicher Qualität wie 4K UHD-Scheiben und 1080p Blu-rays. Wenn ihr Filme auf physischen Datenträgern sammelt oder einfach diesen Content mögt, dann würde ich mich über euren Support in Form eines Abos und einem Like sehr freuen. Heute gibt es mal keine 4K-Filmkritik, sondern ich möchte gerne über Star Wars sprechen. Vielleicht hat sich der ein oder andere von euch schon gefragt, wo eigentlich meine Bewertungen zu den Star Wars-Filmen in 4K bleiben. Bin ich kein Fan oder warte ich auf einen bestimmten Zeitpunkt ab? Ich habe das Thema lange gemieden, weil es für mich ein sehr emotionales und persönliches Thema ist. Und aus diesem Grund wird auch dieses Video sehr persönlich werden. Vielleicht ist dieses Video etwas riskant, denn ich werde mich kritisch mit diesem großartigen Franchise auseinandersetzen und hatte lange überlegt, ob ich es machen sollte. Aber da es eine Herzensangelegenheit von mir ist, bekommt ihr nun dieses Special. Nun, legen wir mal los. Ich selbst liebe Star Wars. Ich bin mit der alten originalen Trilogie auf VHS aufgewachsen. Es war für mich ein magischer Moment und hat mir gezeigt, was Filme sein können. Das Tor zu neuen, aufregenden Welten mit wunderbaren Charakteren, die spannende Abenteuer erleben. Aber auch die Botschaft über Freundschaft und der Kampf und der Glaube ans Gute machen dieses Franchise zu etwas ganz Besonderem. Star Wars ist eine klassische Heldenreise, in der nicht nur die Protagonisten eine Wandlung und Veränderung erleben, nein, wir alle haben sie miterlebt. So hat mich diese Trilogie dazu gebracht, Stunden um Stunden mich mit den ganzen Welten, den Kreaturen und Figuren auseinanderzusetzen und teilweise auswendig zu lernen. Weiter habe ich die Comics gelesen und mit Lego die Welten nachgebaut und die ganzen Videospiele wie Jedi Academy, Knights of the Old Republic 1 und 2 sowie auch Star Wars Battlefront gespielt. Alles habe ich konsumiert und geliebt. Natürlich habe ich den Übergang von VHS zu DVD gesehen und war begeistert. Jedoch merkte ich, dass die Filme verändert wurden. Als dann die Blu-rays rauskamen, war das Bild und der Sound eine Offenbarung, jedoch waren die Filme erneut verändert worden. Hier sei auch gesagt, dass es schade ist, dass wir die Filme nie mehr in der Originalfassung bekommen werden. Natürlich ist es eine ewige Diskussion, ob Künstler ihr Kunstwerk nochmal verändern dürfen oder nicht. Mir wurde irgendwann klar, dass George Lucas die Story und die Welten geschrieben hat und dafür findet er von mir auch große Anerkennung. Allein das ganze Worldbuilding sowie die Charaktere sind große Klasse und einzigartig geschrieben. Aber er allein hat Star Wars nicht zu dem gemacht, was es heute ist. Viele brillante Ideen und Umsetzungen kamen von ein paar weiteren Personen. Ohne die Cutterin Marsha Lucas, dem Sounddesigner Ben Bird, dem Regisseur Irvin Kershner und natürlich den Komponisten John Williams wäre Star Wars nicht zu dem Meisterwerk geworden. Viele wichtige Entscheidungen wurden von diesen Personen getroffen. Die Veränderungen wie die digitalen Effekte in den alten Filmen sowie die Prequel-Trilogie hat mir gezeigt, dass George Lucas nicht der beste Regisseur ist und ironischerweise zu dem geworden ist, was er als junger, rebellischer Filmemacher durchbrechen wollte. Das langweilige und ideenlose Hollywood, was von ein paar übermächtigen Einzelnen bestimmt wurde. Aber das ist nur meine These hier. Natürlich ist das rein subjektiv und spiegelt daher mein Empfinden und meine Realität wider. Ich will niemanden die Prequel-Filme zunichte machen und ich habe nichts gegen George Lucas persönlich. Ich bin kein toxischer Fan und empfinde das Verhalten von manchen Personen als geschmacklos und ethisch verwerflich. Mir geht es darum, wie einen Film, wie die Geschichte, die Charaktere funktionieren. Und vom Storytelling und als Gesamtwerke gefallen mir die Prequels einfach nicht. Als dann Disney das Franchise übernahm, war ich skeptisch und neugierig zugleich. Was für Filme werden sie wohl machen? Als dann der erste Trailer zu Episode 7, das Erwachen der Macht, rauskam, war ich gehypt und begeistert. Das Bewegmaterial sah gut und episch aus. Episode 7 gefiel mir im Kino auch gut, denn die Effekte, die neuen Figuren und die Andeutung, wo die Reise hingehen könnte, waren insgesamt sehr spannend. Aber man merkte schon, dass so manche Entscheidungen nicht gut waren und zeigten mir auch, dass J.J. Abrams und Kathleen Kennedy Star Wars nicht ganz verstehen. Für mich ist es bis heute ein großes Ärgernis, dass Harrison Ford, Carrie Fisher und Mark Hamill nie eine Szene zusammenbekamen und das wird leider auch nicht mehr möglich sein. Das stimmte mich doch sehr traurig. Über Episode 8 und 9 brauchen wir, denke ich, nicht groß sprechen, denn diese sahen teilweise optisch beeindruckend aus, aber eigentlich war es für mich eine derbe Enttäuschung. Disney scheint kein gutes Händchen für dieses Franchise zu haben. Lediglich Rogue One hatte für mich gute und erfrischende Ideen und funktionierte noch am besten. Und die Serie Andor scheint in die gleiche Richtung zu gehen. Was stört mich denn jetzt an Star Wars? Dieser ständige Fanservice und das permanente Einbinden von altbekannten Figuren, ohne sich auf tolle Geschichten zu konzentrieren, wirkt für mich unkreativ und ermüdend. Denn Disney greift ständig auf unsere Nostalgiegefühle zurück.
Der Mäusekonzern traut sich zu wenig und macht die Marke Star Wars für mich leider mehr und mehr zu 0815 Kost und verliert dabei an Magie. Und das ist ein Grund, warum ich mir die Star Wars Filme in 4K nicht kaufen werde. Es stimmt mich einfach traurig, was Disney mit diesem geliebten Franchise macht und ich möchte dafür kein Geld ausgeben. Wie ich auch mehrfach gelesen habe, sind die 4K-Umsetzungen nicht das Beste, was möglich gewesen wäre. Das Bild wurde mit Rauschfiltern bearbeitet und es gibt nur HDR10 als erweiterten Farbraum. Dolby Vision ist nicht mit dabei. Auch der deutsche Ton ist angeblich schlechter als bei der 1080p Blu-ray und sie verwenden ausschließlich 66 GB Disc für ihre 4K-Filme. Star Wars stand mal für die höchste Qualität und hatte in Hollywood jahrelang neue Maßstäbe gesetzt. Aber Disney setzt das bei den 4K-Scheiben nicht um, sondern sie haben lieblose 4K-Scheiben kreiert, die gerade so gut genug sind. Ich möchte aber diese Filme, diese Meisterwerke in der bestmöglichen Qualität mit einer hervorragenden Bitrate sehen. Da blutet mir einfach mein Fanherz und obwohl ich die alten Star Wars Filme wie kein anderes Franchise so sehr liebe, werde ich sie nicht in 4K UHD kaufen. Und daher werdet ihr auf meinem Kanal auch keine Bewertung zu den 4K-Veröffentlichungen finden. Ich schaue die Originalfilme seit 10 Jahren in dieser Blu-ray-Veröffentlichung und ich bin sehr zufrieden damit. Zwar sind die Farben sehr kühl und bunt gehalten, aber das reicht für mich. Nun würde ich gerne die Diskussion eröffnen, denn ich bin mir sicher, dass viele von euch einiges dazu zu sagen haben. Jedoch möchte ich daran erinnern, dass ich auf konstruktive Kritik und einen respektvollen Umgang bitte. Jemanden für eine Meinung persönlich anzugreifen oder gar zu beschimpfen, ist nicht gerechtfertigt und wird von mir auch nicht geduldet. Ihr könnt gerne anderer Meinung sein und meinen Ansätzen widersprechen. Damit kann ich sehr gut leben. Aber nochmal, bitte bleibt respektvoll und fair zueinander. Ich freue mich auf den Diskurs mit euch. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächste Woche geht es mit einer weiteren 4K-Filmkritik weiter. Bis dahin, macht es gut und bleibt gesund, euer Discflüsterer.